Am 3.9.2024 gegen 9.10 Uhr musste ein Linienbus kurz hinter der Kennedybrücke in Bonn wegen eines vorausfahrenden PKWs bremsen, wodurch drei Fahrgäste verletzt wurden. Im Einsatz waren ein Funkstreifenkraftwagen, das Notarzteinsatzfahrzeug 2, die Rettungswagen 2.1, 1.5, der Krankentransportwagen 2 und ein Unfallhilfsfahrzeug. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.